Herr Wanderwitz, Sie sind Direktkandidat der CDU im Wahlkreis 163 Chemnitzer Umland Erzgebirge. Warum sollen die Wähler bei der Bundestagswahl am 26. September Ihr Kreuz neben Ihrem Namen machen? Vor 4 Jahren haben die Wählerinnen und Wähler mir mehrheitlich ihr Vertrauen geschenkt. Ich bewerbe mich wieder darum. Ich habe in den 4 Jahren in Berlin fleißig gearbeitet, viel erreicht für die Region, eine Erfolgsbilanz vorzuweisen und bin mit viel Einsatz und klarem Kurs unterwegs. Welches Thema bewegt Sie im Wahlkampf besonders? Ich glaube, der Themenkreis, der auch die Menschen sehr bewegt, nämlich die Strukturwandel, in denen wir stecken. Neue Mobilität, neue Energie, die ganzen Digitalisierungsthemen. Daran hängt die Arbeit der Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, diese Strukturwandel zu gestalten, gelingend zu gestalten, damit sie eben gelingen. Und dafür will ich mich einsetzen. Was verbinden Sie persönlich mit Ihrem Wahlkreis Chemnitzer Umland Erzgebirge? Das ist meine Heimat. Ich bin Kind des Sachsenrings. Ich bin Erzgebirger. Es ist ein schöner Landstrich mit weltoffenen, sympathischen Menschen. Es lebt sich schön und gern hier. Und jetzt werden wir gemeinsam als Region Kulturhauptstadt 2025, ganz Europa wird nach Chemnitz schauen. Wir gestalten in Zwickau bei VW die Zukunft der Elektromobilität. Es ist ein schöner Wahlkreis.